An der Küste gibt es Fisch. Das weiß jeder. Vom 10. bis 13. Mai bekommt der Fisch aber eine ganz neue Bedeutung. Fisch, das Festival im Stadthafen Rostock. Hier dreht es sich 4 Tage lang nur um Filme. Herzstück des Fisch ist der Wettbewerb Junger Film, der im MAU-Club Rostock stattfindet. 30 Kurzfilme von jungen Filmemachern aus ganz Deutschland werden hier gezeigt und mit der Jury vor Publikum diskutiert. Ich bin sehr überrascht über die Beiträge so und auch über das Publikum, wie das hier angenommen wird, diese Möglichkeit, dass man irgendwie darüber reden kann und dass man auch mit dem Moderator nach den Filmen, mit den Filmemachern zusammensitzt. Und das ist eine wunderbare Plattform, die hier geboten wird. Und die sind unwahrscheinlich offen und ich liebe den Schlag an den Leuten einfach. Und für mich war es eine Frage des Herzens zu sagen, ja klar, ich habe Zeit, bin ich dabei. Zu Beginn des Festivals wird der Medienkompetenzpreis des Landes im Theater im Stadthafen vergeben. Hier liegt der Fokus auf den medienpädagogischen Aspekten der Projekte. Also das Ziel vom Medienkompetenzpreis ist zum einen zu zeigen, wie bunt die Medienlandschaft hier in Mecklenburg-Vorpommern ist, wo überall welche Projekte stattfinden, dass es in Schule immer wichtiger wird, auch Medienprojekte zu machen und dass man da einfach mal insgesamt irgendwie so einen Überblick bekommt und dass eben wirklich das beste, innovativste, schönste medienpädagogische Projekt prämiert wird. In diesem Jahr ist unter den 4 Nominierten im außerschulischen Bereich ein Kooperationsprojekt der Wismarer Werkstätten mit dem Filmbüro MV. Neben den beiden Wettbewerben zeigt das Fisch im Rahmen des Programmfensters Seesterne auch Filme und Musikvideos aus und über Mecklenburg-Vorpommern. Das Festival ist seit 2004 das Frühlingsevent der jungen deutschen Filmszene und ein Muss für jeden Filmliebenden.